Der Druck auf die US-Notenbank ist sehr hoch. Wird diese US-Notenbank Fed umkippen? Nach meiner Auffassung ist die Wahrscheinlichkeit dafür extrem hoch, schlichtweg, weil erstens die Inflationsdynamik nachlässt, zweitens die Wirtschaft sich abkühlt und drittens die Amerikaner bei dieser massiven Verschuldung sich schlichtweg keine hohen Zinsen auf Dauer werden leisten können. Aber die Grundfrage, die uns heute interessiert, ist natürlich, wird die Fed bereits heute umkippen oder wird das möglicherweise erst auf der nächsten Sitzung passieren, der Fed, das ist 13., 14. Dezember. Denn da ist ja viel aus der Politik vor allem gekommen. Die US-Demokraten sagen, Mensch, ihr müsst jetzt aufhören, die Arbeitslosigkeit geht nach oben. Die Demokraten fürchten ein Debakel bei den US-Zwischenwahlen und machen da Druck. Wird Paul diesem Druck stattgeben, ja oder nein? Wir schauen uns mal die Ausgangslage an. Es sieht nämlich so aus, wenn wir uns die Indikatoren mal anschauen, dass wir nochmal einen Abverkauf sehen im Zuge einer Bodenbildung. Wir werden keinen Crash sehen. Das zumindest zeigen einige bestimmte Dinge, die ich Ihnen jetzt auch gleich zur Anschauung bringen möchte. Starten wir zunächst mal mit der Schlagzeile, wie sie Charlie Bellello schon mal im Vorfeld formuliert. Die Fed wird die Zinsen um 75 Basispunkte anheben, wird sagen, wir werden die Bilanz weiter reduzieren, sagt, wir werden weiter eine Straffung der Geldpolitik betreiben, aber Daten abhängig mal gucken, ob wir dann diesen Zinsanhebungszyklus ein bisschen verlangsamen können. Das ist durchaus eine wahrscheinliche Botschaft. Könnte sein, dass das den Märkten nicht reicht, die eben hoffen, dass da wirklich bald Schluss ist, weil eben die Inflationsdynamik in den USA doch so stark nachgelassen hat. Heisenberg dagegen sagt, ja, die Fed wird komplett bei ihrem hawkischen Mantra bleiben. Die Märkte werden abverkaufen. Wer wird recht haben? Das werden wir sehen. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte zwar gestern wieder ein bisschen gefallen sind, aber eben nur ein bisschen. Wir haben ja eine deutliche Rallye gesehen. Auf der anderen Seite sind die Fed Terminal Rate Expectations gestiegen, also die Erwartung, wo der Gipfel der Zinsen liegen wird. Da ist man jetzt bei 5% und wir haben auch gesehen, dass die Erwartungen für Dezember Anstiege wieder in Richtung oder Zinsanhebungen wieder in Richtung 75 Basispunkte gehen und auch im Februar dann nochmal ein Schritt erwartet wird, mehr und mehr. Also wir sehen eine hawkische Zuspitzung bei den Erwartungen hier der Zinsen. Das wird letztendlich nicht bestätigt von den Märkten, die sich davon haben nicht wirklich beeindrucken lassen. Hier sehen wir mal diese Terminal Rate, wo also der Gipfel erreicht sein wird. Das dürfte Anfang nächsten Jahres sein, so die Erwartung der Märkte bei 5%. Dann geht es mit den Zinsen nach unten. Wird es wieder so sein, wie Sie in der unteren Grafik sehen? Hoffnung der Märkte auf eine Wende der Fed. Fed sagt, nee, ist nicht. Bums, Märkte wieder runter. Hoffnung auf eine Wende. Fed sagt, nö, ist nicht. Bums. Jetzt Hoffnung auf eine Verlangsamung oder eine Pause bald bei den Zinsanhebungen. Wieder jetzt Bums nach unten. Erstaunlich ist, dass wir gestern einen weitgehend unveränderten S&P 500 hatten, leicht negativ. Aber dennoch der VIX gefallen ist. Das ist eine ungewöhnliche Konstellation. Normalerweise steigen der Aktienmärkte, fallen der VIX und umgekehrt. Zumindest meistens, nicht immer, aber das ist so eine Faustregel. Insgesamt muss man sagen, dass die Kommunikation ein bisschen schwierig gewesen ist. Wir haben ja dieses Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos, Nicky Leaks vom Wall Street Journal, der ja mit einem Artikel eine maßgebliche Rallye ausgelöst hat. Dann hat er kürzlich, vorgestern war es, glaube ich, wieder ein Artikel geschrieben, wo das so ein bisschen zurückgedreht wird, als er sagte, naja, die Fed wird bei ihrem hawkischen Kurs bleiben. Gestern hatten wir dann den Wirtschaftsberater von Biden, der gesagt hat, der Präsident würde diesen Fed-Pivot, diese Wende der Fed unterstützen. Alle, was meint er denn damit? Dann hat der Stunden später klargestellt, oder das Weiße Haus, nein, nein, damit sei die Wende bei den Zinsanhebungen in 2022 gemeint gewesen. Also praktisch die Zinsanhebungs
Orgie, die wir seitdem gesehen haben. Die Frage ist nur, wie geht es jetzt weiter, dass wir 75 Basispunkte heute nochmal sehen werden, gilt als wahrscheinlich. Gestern haben die Märkte dann einen Rückschlag erlitten, nicht weil der ISM-Index besonders stark war, der hat eigentlich die Schwäche der Wirtschaft gezeigt, vor allem nachlassende Preise, 46, die Preise fallen also. Das ist ja alles andere als Inflationsdruck. Aber wir hatten den JOLTS-Report mit sehr vielen offenen Stellen. Und das ist zwar ein nachlaufender Indikator, aber die Fed orientiert sich gerne an nachlaufenden Indikatoren. Und hier sehen wir mal Bullish und Bearish Signals im Nasdaq. Da haben wir eine Drehung. Das deutet darauf hin, dass es schwierig wird, jetzt noch weiter anzusteigen, dass wir möglicherweise hier ein Muster sehen, das jetzt schon beginnt, wieder nach unten zu drehen. Aber eben, wie gesagt, das dann zu einem Ausverkauf führt, der kein Crash sein wird, aber eine Bodenbildung ermöglicht. Hier sehen wir den schnellsten Zinsanhebungszyklus. Viele wetten, wie Alfie sagte, darauf, dass die Dinge sich ein bisschen beruhigen. Man spekuliert auf eine fallende Volatilität an den Anleihemärkten. Die war ja extrem krass gestiegen. David Rosenberg dagegen sagt, naja, als Jerome Powell beim Jackson Hole Symposium sagte, er werde Schmerzen zufügen müssen der Wirtschaft und den Menschen. Da hat er sich bestimmt nicht vorgestellt, dass der Dow seitdem praktisch kaum gefallen ist, dass die Junk Bonds kaum gefallen sind, dass die Finanzkonditionen kaum straffer inzwischen geworden sind. Also David Rosenberg vertritt hier die Auffassung, dass Jerome Powell da nochmal Druck machen will, nochmal in Richtung hawkischer Message unterwegs sein wird. Und wenn wir uns diese Kreditmärkte mal anschauen, oben in dem Chart, und zwar der obere Bereich dieses Chartes, dann sehen wir, da ist null Panik an den Kreditmärkten. Aber Panik an den Kreditmärkten war immer die Voraussetzung eines Crashs an den Aktienmärkten insgesamt. Das haben wir gesehen bei der Finanzkrise, das haben wir Brexit oder auch Abwertung des Yuan gesehen, das haben wir im Corona-Crash gesehen, davon sind wir relativ weit entfernt. Deswegen spricht manches dafür, dass wir nochmal ausatmen gewisserweise, aber dann langsam einen Dreh, einen Boden reinkriegen. Dann würde ich vermuten, spätestens eben, wenn die Fed dann doch ein bisschen stärker noch anfängt zu blinzeln, das wäre dann auf der Dezember-Sitzung. Diesmal also noch Enttäuschungspotenzial, zumal die Erwartung sich immer weiter ja nach oben geschaukelt hat. Die Fed wird umkippen, eben nur die Frage der Zeitpunkt. Das ist ja für diejenigen, die investieren, die traden, wahrscheinlich der entscheidende Zeitpunkt. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Hat es gerade so geschafft, diesen steilen Aufwärtstrendkanal zu verteidigen. Und Sie wissen, wenn die Renditen steigen, fallen die Aktienmärkte normalerweise. Und umgekehrt, hier sehen wir, dass wir möglicherweise oben im RSI, da könnten wir nochmal einen Anlauf nach oben nehmen, bilden dann diese negative Divergenz, die Sie hier mit diesem Strich da, mit dieser Linie oben sehen, und das wäre typisch, also nochmal steigende Renditen, fallende Aktienmärkte, dann allerdings genau das Gegenteil, positive Divergenz an den Aktienmärkten, negative Divergenz bei den Anleihemärkten. Hier sehen wir mal den S&P 500 oben mit einer negativen Divergenz im RSI, Chart von Sven Henrik, by the way, und hier auch jetzt in Verteidigung dieses Aufwärtstrendkanals, der doch auch relativ steil gewesen ist, und hier sehen wir mal den Bullish Percentage Index, also praktisch ein Maß für wie viele Aktien über welchen Durchschnitten handeln, zeigt so die innere Verfassung des Marktes, und da sehen wir, oben waren wir schon ziemlich euphorisch, ziemlich überkauft, der RSI weit über 70. Ein Rückschnapper wäre da durchaus nicht ungewöhnlich. Es ist ja insgesamt oder wäre insgesamt für die Bullen besser gewesen, wir wären mit einem Ausverkauf in die Fed-Sitzung gegangen. Stattdessen sind wir ja mit deutlichen Anstiegen zuletzt in diese Fed-Sitzung gegangen, eben in der Erwartung, in der Hoffnung, dass da jetzt schon was passiert. Es wird was passieren, aber die Timing-Frage ist die entscheidende. Hier sagt jetzt JP Morgan ja bekanntlich, das könnte krass werden, 8% runter oder 10% rauf, je nachdem. Hier sehen wir mal die Reaktion des S&P unten in dem Chart auf Fed-Entscheidungen, zumeist negativ gewesen. Und es hat vor allem die Tech-Werte getroffen, jetzt ein ausgewiesener Bär
nämlich Albert Edwards von SocGen, sagt, ja, also glaubt ihr wirklich, das war's schon bei Tech? Das ist eine solche Blase, die nur damals eben im Dotcom-GW nochmal übertroffen wurde. Die wird da noch einiges platzen lassen müssen. Und der Nasdaq sieht schwächer aus, vor allem als der Dow Jones, der jetzt im Oktober seinen besten Monat seit 1976 erreicht hat. Der S&P hält sich auch besser, weil Energy-Aktien immer besser laufen. Dazu gleich mehr. Und wir sehen Amazon gestern 5,5% gefallen. Das erste Mal unter einer Billion an Marktkapitalisierung seit langer Zeit. Und das Trading Desk hier von Goldman Sachs sagt, ja, also wir sehen Verkäufe bei Amazon, wir sehen Google, die werden abverkauft, werden gegeben, selbst bei Apple, und man geht rein in Energiewerte. Also das ist so ein Switch von Tech in das neue Tech. Das neue Tech scheint Energie zu sein. Und hier sehen wir mal eine Amazon-Aktie. Da sind wir jetzt ziemlich genau auf die Niveaus von kurz vor der Pandemie, vor dem Corona-Crash mit anschließender Flutung durch die Fed. Hier sind wir auf dieses Kursniveau wieder zurückgefallen. Eigentlich wurde diese Euphorie ausgepreist. Die Aktie war ja extrem teuer. Jetzt ist das Wachstum nicht mehr so gegeben. Chart von Capital.com, falls Sie das jetzt fragen sollten. Also, da ist jetzt Luft entwichen. In der Regel übertreiben dann die Märkte nochmal nach unten, bevor sie dann ein gewisses Maß finden, ein gewisses Gleichgewicht finden. Und die einzige Aktie, die sich noch richtig gut hält von diesen großen Tech-Aktien, das ist die Apple. Und die ist natürlich zum 24. ihrer 2023er Earnings bewertet. Also die hat das größte Fallpotenzial aller Tech-Aktien, aller großen Tech-Aktien, während andere ja schon ziemlich auf die Mütze bekommen haben, hat Apple das noch nicht. Und einer der Gründe, warum Apple das noch nicht bekommen hat, ist, weil man eben sehr fleißig eigene Aktien zurückkauft, im Volumen bisher von 550 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Und diese 550 Milliarden sind mehr als 494 der 500 S&P 500 Konzerne an Marktkapitalisierung überhaupt auf die Waage bringen. Das heißt, Apple hat mehr für eigene Aktien ausgegeben als fast alle anderen Aktien in diesem großen S&P 500 Index überhaupt wert sind. Das muss man sich mal vorstellen, aber da sehe ich dennoch ein gewaltiges Fallpotenzial. Hier sehen wir nochmal, wie die Liquidität derzeit schlichtweg abnimmt. Die Geldmenge M2 fällt. Ganz wichtiger Faktor. Auch das wird ein Faktor für die Fed. Wir sehen deutliche Rückgänge eben dieser Geldmenge. Das ist eine Ankündigung von weniger Inflation, aber die Fed scheint mir noch in diesem Mantra, wir müssen zeigen, dass wir es ernst meinen. Sie haben uns ausgelacht, dass wir die Inflation falsch eingeschätzt haben. Jetzt zeigen wir, dass wir es ernst meinen. Dieses Risiko besteht, sodass sich eben manche Dinge nach hinten verschieben könnten, die so oder so kommen, nämlich dass die Fed umkippen wird. Das wird und muss passieren. Möglicherweise sind die PE-Ratios, also die Price-Earnings-Ratios, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse noch ein bisschen hoch. Wann haben wir wirklich dann das Ende eines Bärenmarktes gesehen? Naja, auf Deutsch sagt, wenn eine Kacke am Dampfen ist, ne? Wenn wir nämlich steigende Arbeitslosigkeit haben, wenn wir eine Rezession haben, wenn wir Pleiten sehen, wenn die Fed die Zinsen senkt, wenn die Renditen fallen, wenn sich die Zinskurven nach vorheriger Inversion wieder praktisch versteilen, nicht mehr invertiert sind, und wenn wir die Credit Spreads spiken sehen, das ist ja genau das, was bisher nicht passiert ist, das heißt Junk Bond Spreads, Unternehmensanleihen mit weniger guter Bonität, da gibt es überhaupt keine Panik bisher. Und bisher sehen wir auch, dass die Märkte zentrale gleitende Durchschnitte verteidigt haben, sodass wir bisher noch nicht wirklich eine komplette Änderung in der Struktur des Marktes haben. Wir haben eine scharfe Korrektur, einen technischen Bärenmarkt, aber ist das ein struktureller Bärenmarkt? Diese Frage wäre zu stellen. Wir sehen, wenn wir jetzt nochmal nach Japan kommen, der Yen den zweiten Tag in Folge stärker, und das, obwohl Kuroda, der Notenbankchef, sagt, ja, wir müssen jetzt mal so weitermachen mit dieser super laxen Geldpolitik, die ja dann zu diesem Abverkauf des Yen geführt hat. Die Japaner können vielleicht gar nicht mehr anders, weil sie so extrem verschuldet sind. Und Japans Finanzminister Suzuki sagt, also er glaubt jetzt, dass der schwache Yen die Inflation befeuert. Der Mann ist genial, also vielleicht können wir den als EZB-Chef dann an die
Seite von Lagarde stellen, dann hätten sich zwei gefunden, die total super messerscharfe Analysen machen, wo du sagst, ja mein Gott, also ein Traumpaar. Kommen wir nach China, da setzt sich die Rallye fort aus Gerüchten und Hoffnungen, dass die Corona-Politik gelockert wird, aber derzeit sehen wir eher das Gegenteil. Die Gegend um die weltgrößte iPhone-Factory, da nochmal das Thema Apple, die ist jetzt gelockdownt worden. Könnte also sein, dass Apple da ein Problemchen bekommt. Dazu hat NIO, dieser Autobauer, dieser von Elektrofahrzeugen, jetzt bei zwei Fabriken seine Produktion eingestellt wegen Covid-Restrictions. Also da ist eine ziemliche Divergenz zwischen den Hoffnungen der Märkte und der bisherigen Realität. Auch das finde ich sehr, sehr interessant. Interessant auch, dass Gold 7 Monate gefallen ist und das in einem Zeitraum hoher Inflation. Eine so lange Strecke gab es nicht mehr seit dem Jahr 1869. Und hier sehen Sie mal ein modernes Foto aus dem Jahr 1869. Ein paar Herrschaften, die hier offenkundig nach Gold graben in Bergwerken. Also das ist schon erstaunlich. Notenbanken haben allerdings gekauft, wie ich gestern gezeigt habe, sehr, sehr stark gekauft im dritten Quartal. Noch zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Dieselkrise in Europa und in den USA. Es gibt warnende Stimmen, wenn Sie irgendwas mit Diesel zu tun haben. Und das haben wir letztendlich alle, weil praktisch der ganze LKW-Verkehr über Diesel funktioniert. Wenn da ein Dieselproblem ist, dann haben wir ein Problem in den Supermärkten. Deshalb für alle wichtig, bitte lesen. Und auch Gazprom-Exporte. Gasexporte sind im Oktober gesunken, der Gaspreis ist ja auch gesunken, jetzt verkauft Gazprom also weniger Gas, das heißt die Einnahmen des Konzerns sinken deutlich. Dazu also die zweite Artikelempfehlung. Ich werde vor der FED-Sitzung, die ja heute um 19 Uhr ist, mich nochmal mit einem kurzen Markeflüster melden und dann eben die FED-Entscheidung 19 Uhr kommentieren und dann einen Live-Feed machen, wo Sie sich den Paul anschauen können und ich die wichtigsten Headlines und die Einordnung dazu geben werde. Das ab 19.30 Uhr, meine Damen und Herren. Das war's erstmal. Wir sehen uns dann heute Abend. Ich sag Servus und Ciao.